Morgen und herzlich willkommen zu einer kleinen Outdoor-Yoga-Stunde. Ein paar Minuten Yoga-Übungen an der frischen Luft zur Stärkung des Immunsystems. Nimm dir einen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Vielleicht hast du auch einen Garten oder einen Balkon oder bleibst in deinem Haus und ziehst dir bequeme Kleidung an. Dann atme einmal tief ein, bring die Hände vor dein Herz. Atme aus, schließ die Augen und beginne erstmal deinen Atem zu vertiefen. Die Füße stellst du hüftbreit, den Rücken streckst du und dann lässt du mit dem Ausatmen deine Hände sinken. Nimmst mit einem tiefen Einatmen die Hände über den Kopf, schaust Richtung Himmel und mit dem Ausatmen senkst du die Arme über die Seite wieder ab und schaust zur Erde. Einatmen, hebst du dich wieder an. Ausatmen, löst du und wiederholst ein paar Mal im Zuge deiner Ein- und Ausatmung. Wenn du möchtest, kannst du auch durch die Nase einatmen und durch den Mund aus. Du kannst auch zwischendurch das Video immer auf Pause stellen und die Übung beliebig oft wiederholen und dann wieder einschalten. Wenn du das nächste Mal die Hände über den Kopf hast, beugst du das linke Bein und schwitzt es nach rechts. Einatmen, kommst du zurück, beugst das rechte Knie und schwitzt es nach links. Daumen zeigen nach oben. Einatmen, strecken. Ausatmen, drehen. Einatmen, strecken. Ausatmen, drehen. Versuch tief zu atmen. Wenn du möchtest, wieder durch den Mund aus. Wenn du möchtest, stellst das Video auf Pause und wiederholst vielleicht doppelt so oft ein paar Mal mehr. Dann kommst du zur Mitte zurück, atmest tief ein, bringst die Hände wieder vor dein Herz und setzt die Füße breiter. Einatmen, streckst du dich wieder und ausatmend lässt du dich sinken. Einatmen, streckst du dich und mit dem Ausatmen drehst du deinen rechten Fuß auf und dehnst dich zur rechten Seite. Einatmen, kommst du wieder zur Mitte, streckst dich, drehst den linken Fuß auf und ausatmend kommst du zur Dehnung über dein linkes Bein und lässt die Stirn sinken. Einatmen, wieder zur Mitte und strecken, rechten Fuß aufdrehen. Und ausatmen, stretch. Einatmen, zur Mitte, Rücken lang, linken Fuß aufdrehen. Ausatmen, stretch. Wiederhole mit tiefer Atmung und geh mit dem Ausatmen in die Dehne und mit dem Einatmen in die Länge. Wenn du möchtest, schaltest du das Video wieder auf Pause. Und wiederholst öfters. Dann streckst du nochmal deinen Rücken, setzt deine Hände zurück in die Taillen und kommst mit leicht gebeugten Knien einatmend wieder hoch. Nimmst die Füße wieder unter die Hüften, atmest aus. Hände bleiben in der Taille. Und dann nimmst du dir einen Blickpunkt, hebst den rechten Fuß, greifst unter das rechte Knie, atmest nochmal ein. Und mit dem Ausatmen bringst du das Knie nach außen und mit dem Einatmen nach vorne. Ausatme nach außen, einatme nach vorne. Versuch das Standbein zu strecken, die Wirbelsäule zu strecken. Den Drishti, den Konzentrationspunkt zu halten und tief zu atmen. Wenn du möchtest, machst du hier wieder eine Pause und wiederholst öfters als ich. Ansonsten bringst du die Hände in die Taille, atmest aus, streckst das Bein nach vorne ein, beugst wieder ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ein,
aus. Wenn du das nächste Mal das Bein streckst, nimm die Schulter noch etwas zurück. Versuch dreimal zu atmen und deine Oberschenkel- und Bauchmuskeln zu aktivieren. Tief ein, tief aus, einatmen. Und dann beugst du dein Bein ein. Ich drehe mich dafür einmal zur Seite, sodass du mich besser siehst. Nimmst dir deinen Fuß, ziehst die Ferse erstmal zum Gesäß für die Dehnung. Dann legst du Daumen und Zeigefingerkuppe zusammen ins Mudra. Atmest ein, streckst den linken Arm nach oben. Und wenn du möchtest, gehst du in den Tänzer. Schiebst deinen rechten Fuß in deine Hand und hältst den Blickpunkt und den Atem. Eventuell hebst du das Bein noch was höher, kommst mit dem Oberkörper noch was tiefer und dann findest du kontrolliert wieder zurück. Setzt den Fuß ab und wiederholst die Sequenz. Atme hier nochmal tief ein und aus und dann bringe deine Hände auf deine Schultern und heb mit dem Einatmen Blick und Ellbogen zum Himmel und mit dem Ausatmen senke Ellbogen und Blick. Einatmen, wieder anheben, ausatmen, absenken, einatmen, anheben, ausatmen, absenken. Einmal mehr. Und dann beginnst du mit den Ellbogen große Kreise zu ziehen. Öffnest dabei auch die Brust. Bewegst die Schultern. Hältst einen Blickpunkt mit den Augen oder schließt sie einfach. Kannst durch die Nase atmen oder auch mal durch den Mund aus. Dann wechselst du die Richtung des Kreisens. Noch eine Runde. Und mit dem Ausatmen lässt du Ellbogen und Hände wieder sinken und schüttelst einmal die Beine, die Füße, die Hände und die Arme aus. Für eine letzte Energiekick-Übung. Stellst du die Beine wieder offen, verschränkst die Finger in Kali Mudra, atmest ein, ziehst dich hoch und vielleicht auch in eine Rückbeuge. Und dann atmest du kräftig aus, löst die Hände und lässt dich für einen Moment baumeln. Dann verschränkst du die Finger wieder in Kali Mudra, der Einatem hebt dich und vielleicht kommst du in eine kleine Rückbeuge. Ausatmen. Gerne auch den Kopf hängen lassen. Einatmen und aus. Noch einmal tief einatmen und aus. Wenn du noch hier unten bist, kannst du die Hände auf die Füße nehmen und das Knie zur einen Seite, wieder zurück zur Mitte, Knie zur anderen Seite, ausatmen. Ein zur Mitte, aus in die Dehnung, ein zur Mitte, aus in die Dehnung, dass du circa 5-mal auf jeder Seite die Dehnung wiederholst, mit dem Ausatmen. Wenn du möchtest, natürlich auch öfters. Und dann von hier aus löst du die Hände, faltest sie am Rücken, lässt den Kopf hängen, streckst die Arme aus. Vielleicht möchtest du auch eine kleine Bounce-Bewegung in die Arme bringen, den Kopf schütteln, die Lippen pusten oder einfach nur tief ausatmen. Von hier aus beugst du die Knie
Wanderst die Füße wieder etwas näher und lässt dich, um den Rücken zu dehnen, Wirbel für Wirbel aufrollen. Streckst dich noch einmal mit dem Einatmen, nimmst die Hände und Füße zusammen, kommst nochmal ins Namaste, in die Berghaltung. Die Hände Namaste, die Augen geschlossen, Schultern zurück. Und dann atme hier ein paar Mal tief. Verbinde dich nochmal mit deinem Körper, mit deinem Atem. Finde Ruhe in dir selber in diesen stürmischen Zeiten. Und dann lass die Stirn sinken. Bedanke dich für die kleine Übungseinheit. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, und ich wünsche dir einen sonnigen Sonntag.